Ein Farmer in Australien hat vor kurzem dieses mysteriöse Objekt auf seinem Grundstück gefunden. Erst hörte er einen lauten Knall und dann fand er den Obelisken mitten in seinem Feld. Aber was hat es damit auf sich? Das erkläre ich dir jetzt. Ich bin Niklas und du schaust die Mindblown University. Bei dem Fundstück, welches schnell als Alien-Obelisk bezeichnet wurde, handelt es sich tatsächlich um Besuch aus dem Weltall. Allerdings nicht von Aliens. Was wir hier sehen, ist Weltraumschrott. Und zwar ein Überbleibsel der Dragon Crew-Kapsel von SpaceX. Es ist um die 3 Meter groß und mit ca. 25.000 km/h auf die Erde geprallt. Auch einer seiner Nachbarn fand ein solches Objekt auf seinem Grundstück und glücklicherweise verfehlte es beide Häuser. Geplant war allerdings, dass dieser Schrott nicht das Land, sondern den Ozean trifft. Was eindrucksvoll beweist, dass unser Weltraumschrottproblem so langsam außer Kontrolle gerät. Denn aktuell sind rund 27.000 Teile Weltraumschrott in unserem Orbit. Und es gibt aktuell nicht so wirklich Gesetze im Weltall, an die sich Unternehmen oder Nationen halten müssen, wenn sie ihren Müll entsorgen. Aber was denkst du, wie könnten wir dieses Problem lösen? Schreib mir einen Kommentar und folg mir für mehr.